Back in Action, Bitches! Und ich bin gerade ein bisschen müde. Bleib mal als erstes Thema was zeigen, was cool ist, aber überhaupt keiner braucht. Ein paar kennen die Situation bestimmt. Du sitzt am Bahnhof und wartest auf den nächsten Zug. Dauert aber noch circa, ja, 3 Jahre, bis er kommt. Was macht man? Mit anderen Leuten quatschen. Nee, das hat man früher mal gemacht. Einfach mal abdancen. Naja, stelle ich mir auch schwierig vor, wenn jetzt einfach einer da steht und anfängt zu tanzen, während in der Ansage kommt, yo, der und der Zug ist eingetroffen und, ne. Nein, man spielt Mobile Games, dafür ist das Handy auch da, zum Unterhalten. Und wenn du richtige Spiele spielen willst und nicht diesen Crap, wo du erst in 4 Wochen wieder Energie hast, um weiterspielen zu können, dann gibt es viele Emulatoren, wo du zum Beispiel Nintendo 64 Spiele zocken kannst. Wenn aber da der Akku leer ist, ja, dann hast du ein scheiß Problem. Außer du hast doch deine Smartwatch dabei. Denn wenn die ein Android-Betriebssystem hat, dann kannst du auf den Google Play Store zugreifen und die ganzen Emulatoren runterladen und dann auf so einem Mini-Bildschirm Super Mario 64 oder ähnliches zocken. Denn du brauchst mindestens 2 Finger, um spielen zu können, und wenn die auf der Uhr drauf sind, dann siehst du ja nichts mehr von dem scheiß Bildschirm. Aber irgendeiner kommt bestimmt auf die Idee, Super Mario 64 auf der Smartwatch durchzuspielen. Viele Leute, unter anderem auch ich, warten einfach darauf, dass bald ein neuer Metroid-Teil angekündigt wird. Egal ob jetzt ein 2D-Game oder doch in der Ego-Perspektive, das ist mir fucking Wurst. Ich würde gerne mal wieder einspielen. Und jetzt, genau jetzt, steht immer noch nichts fest. Aber wenn dann Nintendo nichts auf die Reihe kriegt, dann machen halt andere Leute was daraus. Denn auf YouTube kam jetzt ein 12-minütiger Kurzfilm raus mit dem Namen Metroid The Sky Calls. Oh meine Fresse, wie geil sind denn bitte die 12 Minuten? Super geil. Das Kostüm sieht awesome aus, die Atmosphäre mega und einfach an alles wurde gedacht. Der Film wurde von Rainbow Films gemacht und ist definitiv kein Reinfall. Das Studio macht mehr so Kurzfilme wie zum Beispiel den April-Scherz-Trailer von Zelda auf IGN. Dass die Leute es drauf haben, ist nicht zu übersehen. Dass ich jetzt noch mehr Bock habe auf Metroid, ist, denke ich mal, kein Wunder. Schaut euch das Video unbedingt an, ich verlinke es euch unten in der Beschreibung. Und jetzt ist es mal wieder Zeit für den Skill der Woche. Die letzten Male waren eigentlich schon ziemlich awesome. Was aber der Junge, vielleicht war es auch ein Mädel, geschafft hat, ist einfach nur krank. Gehen wir mal zu Battlefield 4. Das Spiel hatte ganz leichte Probleme am Anfang, worüber sich kaum einer aufgeregt hat. Mittlerweile kann man es aber ohne Probleme spielen. Und anscheinend laufen da ziemlich krasse Spinner rum, was man in diesem Video nun sehen kann. Der Typ zielt ein wenig in die Ferne und denkt an nichts Böses. Was wird nun passieren? A, das Gebäude stürzt ein. B, er killt sich selber. C, Spider-Man segelt runter und küsst ihn wie Mary Jane im ersten Film. Oder D, ein Helikopter kommt und mäht ihn um. Ihr habt ein paar Sekunden Zeit und jetzt erstmal Werbung. Weißt du, Kalle, du sollst mal ein Seidenbacher Müsli essen. Ein Seidenbacher Müsli, ja, dann hättest du da nicht... Halt die Fresse! Und, na, wie ist eure Antwort? Sehen wir uns das Video doch einfach mal an. What the fuck? Manchmal denke ich mir echt, hey, ich bin doch gar nicht so schlecht. Und dann sehe ich so eine Scheiße und denke mir nur... Wie beglückt auch dabei war, dass er so fliegt und dass da wirklich noch einer steht. Deswegen zu Recht den Skill der Woche. Glückwunsch. Wenn ihr findet, ihr seid auch Skiller genug, dann schickt mir gerne eure Videos, indem ihr mir eine Nachricht hier auf YouTube schreibt.
Folge vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne mal einen Daumen da lassen oder kommentieren. Das würde mich wahnsinnig freuen. Wenn ihr mehr von dieser Fratze sehen wollt, ich habe auch einen eigenen Kanal, der heißt Bunze Bunze. Da kommt diese Woche ein ziemlich cooles Video. Ich will aber noch nicht zu viel verraten. Wenn ihr aber mehr News haben wollt, dann geht doch bitte auf www.xboxfront.de. Da kommen täglich zahlreiche News von den geilsten Reportern und Redakteuren dieser Welt. Ich hoffe, ihr habt noch ein angenehmes Wochenende. Wir sehen uns hoffentlich nächsten Monat wieder. Und deswegen, Tschüssikowski.